There's no business like show business like no business like no. Oh, keiner da. Hallo, hallo, kein Publikum. Ah, klar. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Ah, wen haben wir denn da? Eine Kamera. Und wo eine Kamera ist, da ist doch bestimmt auch ein Publikum. Gestatten, mein Name ist Globe. Mr. Globe. Verzeihen Sie meinen etwas derangierten Zustand. Ich hatte Jahre, die sehr an meiner Substanz genagt haben, wie Sie sich vielleicht denken können. Aber dieser Zustand ist bald vorbei. Wobei man in Zeiten wie diesen dem Wort bald einen etwas größeren Spielraum geben sollte. Und wo wir gerade bei Zeiten wie diesen sind. Fällt Ihnen etwas auf? Hm? Ich stehe auf der Bühne und die Zuschauerreihen sind leer. Ja. Warum? Kontaktsperre. Und warum? Corona. So klein. Und stellt die ganze Welt auf den Kopf. Meine auch. Dabei war es doch gerade so schön. Nach Jahren der Ödnis und des persönlichen Verfalls, wie Sie sehen können, wurde ich wieder entdeckt. Ich wurde sozusagen wachgeküsst. Von Menschen, die eine Vision haben, die an mein Potenzial glauben. Diese Menschen haben mich wiederbelebt. Sie haben mein Innerstes mit Leben gefüllt. Hier war Leben, Zuschauer, Künstler. So wie zu meinen besten Zeiten, als noch Marilyn Monroe und James Dean und Liz Taylor hier auf meiner Bühne waren. Auf meiner Leinwand, natürlich. Aber jetzt sind Künstler wirklich hier auf meiner Bühne. Nicht Marilyn Monroe, auch nicht James Dean oder Liz Taylor. Andere Künstler, jüngere Künstler, zeitgenössische Künstler sozusagen. Die neue Generation, ja, die waren alle schon hier. Viele von ihnen waren schon hier. Waren bis vor kurzem. Jetzt dürfen sie ja nicht mehr. Ja, bis vor kurzem, da habe ich einmal im Monat, immer sonntags, habe ich die Künstler zu mir eingeladen und das Publikum. Tea Time im Globe. Musiker, Artisten, Tänzer, Schauspieler, sie alle waren hier auf meiner Bühne. Und hier war das Publikum, jede Menge Publikum. Publikum, das man anfassen konnte. Und genau dieses Publikum, das brauchen diese Künstler auch. So wie die Pflanze das Wasser und der Walfisch das Plankton und der Ameisenbär die Ameisen und die Menschheit die Kunst. So brauchen diese Künstler das Publikum. Denn ohne Publikum kein Applaus und keine Anerkennung und kein Geld. Kröten, Moneten, Kies, Asche, Zaster. Okay, dann werden wir eben mit dem Publikum arbeiten, das man nicht anfassen kann. Sozusagen das virtuelle Publikum. Also letztlich Sie. Denn wenn Sie könnten, wären Sie ja auch hier. Also wenn Sie dürften, wären Sie ja hier, bei uns, bei mir. Aber Sie dürfen ja nicht. Deshalb mache ich Ihnen jetzt ein Angebot. Hier auf dieser Bühne wird ab sofort jeden Sonntag ab 16 Uhr eine Künstlerin oder ein Künstler auftreten, den Sie sich anschauen können. Und nicht nur das.
Sie können ihn sich nicht nur anschauen, Sie können ihn auch, also Sie können, wenn Sie können oder wollen, dann können Sie diese Künstler, können Sie also sozusagen mit, okay, ich werde Ihnen jetzt eine Nummer präsentieren, die ich weltweit noch nie gezeigt habe. Augenblick. Hokus Pokus! Fidibus! Apfelmus? Dreimal schwarzer Kater! Ja, manchmal geht es einfacher, als man denkt. Diese Nummer. Mit dieser Nummer können Sie diese Künstler, die hier auftreten werden, jeden Sonntag ab jetzt, ab 16 Uhr, können Sie diese Künstler sozusagen unterstützen. Denn diese Künstler müssen, man mag es kaum glauben, von ihrer Kunst leben. Aber das können sie ja im Moment bekanntermaßen nicht. Deshalb danke ich Ihnen schon jetzt. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Und ich sage Ihnen eins: Der Tag wird kommen. There no people like show people, they smile and yellow. Angels come from everywhere with lots of jack. And if you lose it, there's no attack. Where could you get money that you don't give back? So let's go on with the show. Let's go on with the show. Halt! Noch eins. Bleiben Sie gesund. Und bleiben Sie zu Hause. Und wenn Sie das nicht können, 1,5 Meter Abstand. Ihr Mr. Globe.